Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch am Samstag. So, ich bin jetzt einmal ganz schnell hier noch in den LKW gesprungen und mach mal eben die Pänzelchen ab und bei der Mission erledigt. Sehr schön. Dann werden wir uns die jetzt auch mal abgreifen. Das heißt, die hier und die hier. Also, wir nähern uns jetzt so langsam die 4 Millionen. Also, es ist ja der Wahnsinn. Also, ganz ehrlich, ich habe bisher noch nie so viel Geld zusammengespielt. Ich meine, jetzt hier, also... Zusammen schon, ja klar, aber sag ich mal, dass man das auf dem Konto hat. Und ohne das zu cheaten, ne, ist ne, klar. Und wenn man jetzt noch mal rüber guckt, bei den Bäumchen, da muss ich auch noch mal sehen, dass wir da weitermachen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme, aber dass ich da vielleicht mal so außerhalb der Aufnahme da so ein bisschen noch weitermache. Weil, wenn ich mir so recht überlege, müssten wir auch nochmal sehen, dass wir da Bäume ins Sägewerk reinkriegen. Ne? So, der fährt fleißig. Das ist super. Ich bin mir jetzt nicht so ganz eins. Na, ihr kriegt das hin. Ich hoffe. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, du bist jetzt auch da. Sehr schön. Dann kann ich dich auch gleich übernehmen. Irgendwie einen Faden verloren. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ich habe schon wieder vergessen. So, was ich jetzt noch einmal gucken möchte, was denn so unsere Produktion macht. Oh, da bahnt sich ja so langsam was an. Das ist auch nicht schlecht. Oh, da ist aber auch gut was reingekommen jetzt, ne? Millionen sind da jetzt drin. Ich hatte nämlich gar nicht geguckt, wo die Zugänge waren hier am Glas einsammeln. Komposter, ich glaube, da ist auch. Oh, der läuft da so vor sich hin jetzt, ne? Oh, Mischration. Schon wieder voll. Eieiei. Also das wird besser. Obwohl ich da eigentlich nichts irgendwie gemacht habe, ne? Also. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Mach den noch mal einmal kurz an, damit das hier jetzt auch noch immer rausgeht. Hm.
Das bin noch drin, der Paletten, ja. Oh, das wird ja noch ein bisschen dauern, bis da wieder genug drin ist. Da könnte man wahrscheinlich auch wieder mal so ein, zwei Wagen voll reinfahren. Also das hier jetzt auch noch mal so eine interessante Geschichte, ne, mit Hanfschwart und Flachs, ne? Ist auch noch mal so eine interessante Sache, weil dann könnte man nämlich, ne, die Isolierwolle nämlich auch noch produzieren. Wäre jetzt nur interessant, Hanfschwart. Oh. Woraus wird das denn jetzt gemacht? Ich meine, Hanf ist mir schon irgendwie klar, aber da haben wir auch schon mal Hanfschwart und da ist Hanf, okay. Denn das ist so, sieht die Pflanze also aus, okay. Ja, dann ist jetzt wieder so eine die nächste Frage, die ich dann natürlich wieder habe. Ist das mit dem hier? Wird das gedroschen oder brauchen wir den Maisflöcker? Also hier sehe ich das jetzt schon mal nicht. Aha, also dafür brauchen wir das Schneidwerk. Also wird das gedroschen. Das ist schon mal gut. Warte, dann haben wir noch. Genau, wie war das jetzt noch? Flachs hieß das, ne? Hm. Oder sagen wir mal so, was ist denn das Nebenprodukt, wo ne, Flachs nachher entsteht? Beziehungsweise nicht Nebenprodukt, aber ja, wie wird das jetzt hergestellt? Also ich vermute mal, ich habe es wahrscheinlich überblättert. Also hier haben wir schon mal, ne, Flachs ist hier schon mal drin. Das ist ja schon mal, was denn, wie das aussieht, haben wir hier Leinsamen. Also ich vermute Leinsamen und das Nebenprodukt ist dann Flachs, was da wahrscheinlich bei rauskommt. Also, ne, wer eine Idee hat. Gerne unten reinschreiben, ne? Also, das würde mir ein bisschen helfen.
Weil ich vermute, weil das sieht ähnlich aus, ne? Die beiden Symbole da oder die. Ist jetzt wiederum interessant. Also mit dem nicht. Ach, das wird wieder gedroschen, okay. Beziehungsweise es wird gedroschen, aber mit dem anderen Schneidwerk, okay. Ja. Oh, wird blockiert. Wird. Oh. Gut, dann kannst du dir den Kurs raus und dann ab zum Hof, würde ich sagen. Ja, zum Hof hinfahren, da können wir auch jetzt selber eben. Mir geht da jetzt auch wieder so ein bisschen was. Ich meine, wir haben jetzt ja ein bisschen Geld haben wir jetzt hier auf dem Konto, ne? Also so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so ein bisschen im Kopf rumgesponnen, ob hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, vielleicht jetzt noch zwei kleinere Felder zu kaufen. Wo man jetzt, ne, gerade so das besagte jeweilige ähnliche Zeugs, wo wir jetzt gerade schon mal geguckt haben, dass wir da sowas mal ansehen. Ja, für die auch nähere Zukunft halt, ne, dass wir da schon mal so ein bisschen was im Petto haben, ne? Dahin. Wo ich jetzt ja nicht auch noch mal so. Oh, die 59 ist ja echt ein bisschen groß für. Wenn man jetzt das Güllefass jetzt noch mal mit dem Güllegrubber ausstattet, dass er dann gleichzeitig die Gülle eingrubbern kann. Gut, da müssen wir gleich mal eben gucken, ob, was für eine Güllegrubber im ja, Sortiment sind, ne? So, also ich würde jetzt tatsächlich einfach mal ganz stark sagen, wir nehmen die 82. Warte mal, 58, nicht 82. Zelle 82, okay. Wir nehmen, ist jetzt nicht ganz so groß, nehmen das noch. Würde ich jetzt sagen, das, ne, nehmen wir uns jetzt einfach mal. Und die 148 geht auch noch von der Größe. Was ein bisschen nervt, ist, glaube ich, das da hinten, ne? So, da sind Windmühlen. Ja, stimmt, da sind ja die Windmühlen drauf. Glaube ich jetzt. Ist das das oder? Ich muss mal eben hier wieder. Ja, ich glaube wohl, das sind die Ausschnitte für die Windmühlen. Das ist die 61. Naja. Ja, gut, nicht schlimm. Wir nehmen das auch noch. Und dann haben wir hier unten tatsächlich noch mal zwei etwas kleinere Felder. Da können wir nämlich in da
ja auch im Hanf bzw. Hanf ansehen und hier, was war das andere jetzt noch? Ich hab's vergessen. Leinsamen, irgendwie sowas, ne? Würde ich sagen. Wir haben das jetzt für die jetzige Folge auch schon wieder geschafft. Das sieht wieder ein bisschen komisch aus, aber egal. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zugucken und gerne morgen wieder dabei sein. Okay, dann haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.